Das hier ist der USB-Tassenwärmer mit integriertem USB-Hub. Mitliefern lässt der Hersteller neben des eigentlichen Gadgets noch eine kleine Tasse, die perfekt für die Größe des USB-Tassenwärmers geeignet ist. Natürlich kann man auch andere Tassengrößen verwenden. Doch schauen wir uns nun das Ganze mal ein wenig näher an. Rechts und links des Gadgets befinden sich jeweils zwei USB-Anschlüsse, damit man den Tassenwärmer auch als USB-Hub benutzen kann. Auf der Rückseite findet man neben dem fest integrierten USB-Kabel noch einen kleinen An- und Ausschalter, der bestimmt, ob das Gadget als Hub oder als Tassenwärmer verwendet werden soll. Wird das Gadget nun an den Computer angeschlossen, so signalisiert eine grüne Leuchte auf der Vorderseite, dass es nun aktiv ist und als USB-Port verwendet werden kann. Möchte man nun eine Tasse erwärmen, so drückt man ganz einfach den Knopf auf der Rückseite und ein rotes Licht zeigt an, dass die Wärmefläche nun erwärmt wird. Jetzt ganz einfach noch eine Tasse darauf stellen und ein wenig warten. Kommen wir nun zum Fazit. Mir persönlich gefällt der kleine USB-Tassenwärmer mit zusätzlichem USB-Port sehr, sehr gut. Er bietet nicht nur Anschlussmöglichkeiten für insgesamt 4 verschiedene USB-Geräte, nein, er erhitzt auch noch Getränke innerhalb von 5 Minuten auf warme 20 Grad. Aus diesem Grund empfehle ich das Gerät allen denen weiter, die an ihrem Arbeitsplatz immer ein warmes Getränk parat haben möchten und zusätzlich noch viele USB-Geräte auf einmal verwenden. Für knapp 10 Euro ist es eine wirklich gute Idee und auch noch perfekt umgesetzt.